Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3. So, wir hatten uns ja vorgenommen, wir gucken wieder ins Questlog und suchen uns hier was. Wir schauen ins Questlog und suchen uns hier eine Quest raus. Ja, wir waren bei den Nebenquests. Naja, ja. Was war denn hier? Alter Vater, ne? Mr. Bruder, Stufe 33. Fehlschlag, ja, das war das Rennen. Habt ihr nicht gesehen. Habt ihr nicht gesehen? Ja, das ist das ist scheiße, die ist. Finde die Hexe auf eigene Faust oder befrage die Bewohner nach Mittelheinz nach ihr. Siehst du? Hier kriege ich ja auch nichts, ne? Hier kriege ich ja auch nichts angezeigt. Und Mittelhain. Feenfels. Fest zum Geigen, Maul, bla, blub. Hatte ich doch, das hatte ich doch schon mal angeklickt. Bin ich behindert oder was? Mann, Leute. Sag doch mal was. Nebenquests können wir jetzt gerade gar nicht groß. Doch, Nebenquests, natürlich. Nebenquests, nicht das. Geh mit dem Jäger sprechen, so. Ja. Und der ist wo? Der ist in Schwarzzweig. Alles klar. Auf geht's. Könnten wir eigentlich auch hinreiten, ne? Aber nee, wollen wir keine Zeit verschenken. Wir haben schon so viel Zeit vertrödelt. Nutzen wir doch einfach mal den Luxus, den wir hier haben. Und so, ne? So, der hockt da vorne, oder? Ja, ist er. Ach, hier hin. Ich suche einen Jäger namens Nielen. Er steht vor dir. Was willst du? Deine Frau ist verschwunden? Ich bin wegen deiner Nachricht da. Ich bin Hexer. Wann hast du deine Frau zuletzt gesehen? Vor 5 Tagen, vor Tagesanbruch. Bin zum Jagen. Sie hat noch geschlafen. Als ich zurückkam, war sie verschwunden. Hast du nach ihr gesucht? Ist dir irgendwas Seltsames aufgefallen? Ist dir was Seltsames aufgefallen? Ihr Verhalten vielleicht? Nein. Sie war fröhlich und glücklich, wie immer. Sie ist nicht weggelaufen, wenn es dir darum geht. Was sagt er jetzt so? Hast du denn überhaupt nach ihr gesucht, mein Bester? Vielleicht ist sie ins Nachbardorf gegangen und hat vergessen, es dir zu sagen. Nein, meine Schwester war noch nie so lange weg. Habt ihr nach ihr gesucht? Wir haben im Dorf gefragt. Keiner hat sie gesehen. Sie muss los sein, als alle geschlafen haben. Ich habe ihr immer wieder gesagt, sie soll nicht alleine gehen. Sie hat nie auf mich gehört. Ich habe mit einigen Männern den Wald durchsucht. Nichts. Dann werden wir das wohl tun, ne? Ich werde im Wald suchen. Vielleicht habt ihr ja etwas übersehen. Ich frage auch herum. Hat sie Freunde? Hanna bleibt meist für sich. Manchmal passt sie auf die Kinder vom Schmied auf. Und im Dorf mochte sie Glenna, die Frau des Schlachters, am meisten. Danke. Ich versuche sie zu finden. Kann aber nichts versprechen. Oma? Frag die Nachbarn nach Hanna. Explosionsfass. Nee, lass. Da lassen wir mal schön die Finger von. Schwupp. Und schwupp. Ach, schön. Grüß dich. Bist du Glenna? Ja. Ich habe nur Knorpel und Innereien zu verkaufen, aber du musst warten, bis ich alles zerlegt habe. Knorpel und Innereien. Jetzt kein Wählen, was für ein Luxus. Ich wollte über Hanna reden. Ich möchte mit dir über Hanna sprechen. Hab gehört, ihr wart befreundet. Manchmal kam sie vorbei und wir haben geredet. War sie in letzter Zeit seltsam? Weißt du, wo sie hingegangen sein könnte? Seltsam? Nein, so fröhlich wie immer.
Ich denke, die Wölfe haben sie geholt. Die letzten Nächte haben sie geheult. Selbst die Männer des Barons haben Angst, herzukommen. Hannah muss in den Wald gegangen sein. Vielleicht hat sie Pilze gesammelt. Sie ist zu tief hinein. Die Heuler haben sie erwischt. Pilze sammeln in der Nacht. Bist du die Frau des Metzgers? Metzger? Ich bitte dich. So könnte man ihn im Schatten der Mauern von Novigrad bezeichnen. Jetzt verkauft er Aas. Tote Tiere, deren Knochen sich noch für die Suppe eignen. Kaufst du was? Nö. Vielen Dank. Leb wohl. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass die Sachen nicht so gut zusammenpassen. Papa, kommt Tante Hannah heute zu Besuch? Ja, plus der Schmied ist mal da. Toll! Mein Papa macht Schwerter wie das hier. Darf ich mal anfassen? Besser nicht. Das ist scharf. Ich muss mit eurem Vater reden. Früher habe ich Schwerter geschmiedet. Jetzt sicheln und hacken. Gute Waffen findest du nur in Novigrad. Ich wollte mit dir über Hannah sprechen. Sie hat auf deine Kinder aufgepasst. Tante Hannah, weißt du, wo sie ist? Nein, deshalb bin ich hier. Hat sie euch gesagt, wo sie hingeht? Oder sonst irgendwas? Sie hat gesagt, dass Rüben gesund sind und wir sie essen sollen. Ich habe gesehen, wie sie in den Wald ist. Mit einer anderen Frau. Es war fast morgen. Ich bin raus, damit ich das Bett nicht nass mache. In den Wald? Dann ist sie erledigt. Warum? Ein großes Rudel durchstreift die Gegend. Niemand im Dorf traut sich in den Wald, außer Nielen. Aber der ist ja auch Jäger. Aber sie war nicht allein. Hast du die andere Frau erkannt? Weißt du, wer das war? Nein, sie lief vor Tante Hannah. Ich konnte sie nicht erkennen. Vielen Dank. Lebt wohl. Okay. Also sie war schon mal nicht alleine. Das hat wehgetan. Entschuldigung. So, suche mit Hilfe der Hexersinne in den Wäldern nach Spuren. Oh, 230 Schritt, da kann man ja ruhig mal Plätze ranholen. Weiter so, Plätze. Sie ist in den Wald gegangen, um vermeintlich Pilze zu suchen. Und sie war nicht alleine. Hat ja geklappt. Alter. Pferdepanik geht gerade ganz schön hoch. Zack. Oh, der war kacke. Mann, das ging aber schon mal besser, Leute. Was? Das ist ja jetzt nicht dein Ernst, wa? Oh. Hier ist nur Platz für einen. Alter, willst du mich verarschen? Das war ein schöner Crit. Plötzlich scheint die beiden aber... Ach, die Scheuklappen, ne? Ey, da ist ja mal... Krasser Unterschied. Da hinten läuft noch so ein Vieh. Verdammt, bist du hässlich. Oh, noch. Weckt uns gar nicht. Überraschungsangriffe bringen gar keinen Bonus, oder was? Warten jetzt. So. Alter, die Scheuklappen sind ja richtig gut. Nee. Ah, Junge. Oh. Hui. Slalom. Ja, tolles Nest, ne? Da sind jetzt nur noch ein, zwei übergebliebene. Ich glaube, ich sollte mal absetzen. Jetzt ist er hier.
Richtiger Krampf gerade. Kann ich die nicht aus der Luft fischen? So. Mein Gott. So. So. Und so. Und da hinten war noch einer von denen. Aber offensichtlich noch eingebuddelt. Ist er. Auch schon wieder zwei. Ja. Nein, Plätze. Ah, sehr schön. Machen wir mal Double Headshot. So, dann müssen wir noch kurz mal alle leer machen und dann gehen wir weiter suchen. Und ich hoffe, der Weideler ist nicht der einzige Alchemist hier, wo wir die Dinger zusammenpacken und stärker machen können. Die Mutagene. Weil das wäre ganz schön kacke. Jetzt plötzlich wieder komplett weg. Da ist er. Ja, so ein beeindruckender Gaul. Der wird einfach mal unsichtbar und kommt dann aus nichts wieder. Aber ist nun mal ein Pferd von einem Hexer, ne? Wie willst du da machen? Oh, eine Höhle. Moment! Was haben wir denn da? Hallo? Ja, komm. Halt! Hier war der Bär, ne? Haben wir ja schon. Warum ist die immer noch am Leuchten. Wollte die da nicht eigentlich? Sind wir reingekommen? Ach, da zwei Eingänge. Ausgefuchst. Sollte die dann nicht eigentlich, wenn ich hier schon alles gemacht habe, nicht mehr so stark weiß leuchten? Oder sehe ich da gerade was falsch? Hier ist auch nichts mehr. Nö, hier ist nichts mehr zu essen. Haben wir leer gemacht, die Butze. Oh, Geralt. Ist ja doch nicht so alt und gebrechlich, wie ich dachte. Plötze wartet noch. Brav. Ja, mit der Frau konnten wir nichts mehr mit der Leiche. Ich hoffe nicht, das ist jetzt die Frau, die wir suchen sollten. Und dass wir jetzt erst dahin müssen, um dann später hierher zu kommen. Das wäre jetzt ein bisschen tricky, ne? Oh, Wölfe, hallo. Quatsch. Oh. Zack. Alter. So, erstmal die Pferdepanik wieder ein bisschen runterdrehen. Platz. Oh, die sind Level 6 und One-Hit oder was? Platsch. Langsam. Schön. Hexer? Bester? Was machst du hier? Du solltest nicht alleine im Wald sein. Ich wollte dir nur sagen, du brauchst nicht nach Hannah zu suchen. Sie wäre längst zurück, wenn sie am Leben wäre. Ich bezahle dir doppelt so viel wie Njellen. Sag ihm einfach, dass seine Hannah tot ist. Willst du nicht wissen, was ihr zugestoßen ist? Ich mache mir keine Illusionen, Hexer. Wer in Velen so lange verschwunden ist, kommt nicht zurück. Hannah ist sicherlich tot. Njellen sollte diesen Verlust akzeptieren, nach vorne schauen. Moment mal. Lasst uns mal ein bisschen Sherlock Holmes-mäßig drauf sein. Sie war nicht allein, eine andere Frau war mit dabei. Und sie will uns jetzt doppelt so viel bezahlen dafür, dass wir nicht weiter nach ihr suchen, nach Hannah. Ob wir dabei draufgehen oder nicht, kann ihr ja egal sein. Also ich denke nicht, dass es ihr darum geht.
Ich schlage jetzt mal eine Vermutung aus. Sie hat was mit dem Tod zu tun. Sie war die zweite Frau, die mit Hannah in den Wald gegangen ist. Und sie möchte jetzt uns davon abhalten, das aufzudecken. Also werden wir weitersuchen. Tut mir leid. Ich schließe meine Aufträge immer ab. Es stimmt, was die Leute über Hexer erzählen. Ihr seid herzlose Kreaturen. Na, warte mal ab. Wenn du nämlich deine Schwester getötet hast, dann bist du nämlich das herzlose Miststück hier und nicht ich. Ja, Fräulein? Wirst du sehen. Pass auf. So, Klauenspuren. Sie sind tief. Liegt noch was? Oh. Das war kein Mensch. Leiche untersuchen, natürlich. Schnitte von langen Krallen. Das Fleisch wurde runtergerissen. Langsam wird's interessant. Haben wir schon? Ich will erstmal alle Tier plündern. Wir lassen ja kein bares Geld liegen, ne? So was machen wir ja nicht. So, und jetzt folgen wir mal. Jetzt gucken wir mal, was wir hier so finden können. Haben wir die Spuren? Wir folgen mal den Spuren. Ui. Das riecht nach einer verwesenden Leiche. Überall ist Blut. Das muss Hannah sein. In Stücke gerissen. Sprichwörtlich. Werwolf. Ohne Frage. Ich muss vorsichtig sein. Bitte was? Das ist... Ui. Ist er auf den Baum gesprungen oder was? Verdammt. Er ist auf den Baum geklettert. Da komme ich nicht drauf. Vielleicht finde ich sonst noch was auf dem Boden. Da ist noch was. Ein Fellbüschel. Wer das verloren hat, hat eine Weile nicht gebadet. Okay. Oh. Eine Geruchsspur. Immer noch ganz Blut viel. Blut und Pfotenabdrücke. Wohin sie wohl führen? Ja, das hätte man sich ersparen können. Das haben wir ja alles schon längst gesehen. So, dann folgen wir mal der Geruchsspur. Haben wir ja schon vom Baron. Ups. Okay, da lang. Also ein Werwolf. Ich glaube, ich sollte gleich erstmal meditieren. Bevor ich dem Vieh begegne. Das mache ich lieber jetzt auch mal schnell. Moment. Ein Stündchen sollte reichen. Okay. Die Geruchsspur ist natürlich noch da. Natürlich. Der stinkt ja elendig. Versuchen. Männerkleidung. Zerrissen, aber ohne Blutspuren. Wer reißt sich denn die Kleider vom Leib und lässt sie im Wald? Einer, der sich in einen Werwolf verwandelt, du Blitzmerker. Hier wird übersehen. Da. So. So, das sind nur die Kleider. Noch mehr Kleider. Noch mehr Kleider. Noch mehr Stofffetzen. Sieht aus wie die Unterkunft eines Jägers. Mhm. Noch mehr. Wir doch mal anklopfen. Hallihallo, Schalämmchen. Jemand zu Hause. Gegenhaut. Ja, wenn keiner da ist, können wir ja ruhig mal zugreifen, oder? Noch mehr, okay. Mal hier noch. Leere Flasche. Nee, ich wollte. Was da? Eine neue Armbrust und das Schema für explosiver Bolzen. Sehr schön. Anfängerrüstungsreparaturset, drei Kronen, da ist eine kleine Kiste.
Gleich. Abgeschlossen. Notizen. Von wem die wohl sind? Moment. Wo sind die jetzt schon wieder hingewandert? Sind die hier mit reingegangen? Ganz voll Notizen, da sind sie doch. Ich bin, wer ich bin. Kann ich nicht ändern. Hemden, Petersilie und Tränke aus den Tränen von Jungfrauen mögen in die Märchen der alten Frauen verhelfen, aber nicht bei mir. Muss mich damit abfinden. Annas Liebe und eiserner Disziplin habe ich einen Weg gefunden, damit umzugehen. Aber ich muss mich im Wald verstecken, bevor der Vollmond aufgeht. Muss weit weg sein von allen. Weit weg von Hanna. Der Anfall kommt und geht. Wache mit Wunden an den Händen, den Geschmack vom Blut im Mund auf. Vielleicht ist es auch besser, dass ich mich nicht erinnere. Heute mit Pfeil und Bogen zu erlegen, ist eine Sache. Mit Zähnen und Klauen zu zerreißen, eine andere. Zumindest kann ich hier tief im Wald niemanden verletzen. Gütige Militelle, wache über alle, zu nahe kommen. Alter, was? Heute mit Bogen und Pfeil zu... Ist das der... Der Jäger ist der Bärwolf? Und hat seine eigene Frau gerissen, oder was? Weil sie dahinter kam und... Was? So, jetzt müssen wir hier runter. Da irgendwo geht's runter. Alter. Das Blut ist nicht lange trocken. Er wurde hergeschleift. Aber von wo? Er wurde hergeschleift? Von wem? Okay. Auf jeden Fall Igni. Und Ben. So. Druckwelle, Tür aufbrechen und so. Ah. So, Igni. Klopf, klopf. Jemand zu Hause? Hallo? Oh, bewegt sich was? Hier Pilze. Oh, hat eine Kuh gerissen. Du, bleib du mal da oben. Und ich bin hier unten. Ja, alles gut. Was ist ja Tag? Es ist kein Vollmond. Also. Werd mal nicht komisch. Können wir hier hinten reingehen? Ich will nicht. Ich suche. Ah, da ist noch. Ist noch. Da ist noch. Axtkämpferstiefel. Nehmen wir. Igni. Aber mit der Kuh kann ich auch nichts machen. Oder das Versteck des Werwolfs. Hinter oben zu hocken, aber. Oder muss. Ahne Böses. Ah, warte. Na, bin ich gut oder was? Wie? Da sind auch noch Wölfe bei. Was ist denn hier los, Alter? Alter! Hallo, hallo! Brennen wäre total gut.
der Werwolf. Alter, ich habe hier total den Überblick verloren. Nein, nein, nein. Hier ist es mir zu dunkel. Dreckswölfe jetzt mal tot oder was? Alter. Der Wolf muss weg. Und Igni. Alter, wenn es wirklich der ist, ne? Wäre so krass. Nein, halt! Tu ihm nichts! Ich doch, dass die mit drin hängt. Verrückt, geh weg. Was ist hier los? Ich denke, wir müssen reden. Es ist Njellen. Hab's gewusst. Lykanthropie kann jeden treffen. Aber es ist ein Fluch. Tut mir leid. Ich muss... Du verstehst nicht. Ich liebe ihn. Fast hat er mir gehört. Da bist du gekommen. Verschwinde. Lass uns in Ruhe. Dieses Missstück. Verrückt, Frau. Was sagst du da? Als ob wir es gewusst hätten. Erst wenn ich weiß, was hier vor sich geht. Ich liebe ihn, seit ich denken kann. Auch als ich sein Geheimnis erfuhr. Alter. Du wusstest es? Dass ich mich hier einsperre und die Verwandlung abwarte? Ich wusste es. Und es war mir egal. Aber du hast Hannah gewählt. Ich wollte, dass sie dich sieht. Sie hätte dich verlassen. Und wir wären zusammen. Du hast sie hergebracht, in jener Nacht. Und darum hatte ich morgens den Geschmack von Blut im Mund. Ich hab's für uns getan. Sie sollte nur sehen, wie du dich verwandelst. Ich wollte ihren Tod nicht, glaub mir. Ja, ja. Ich glaube dir nicht. Und ich töte dich willentlich. Zum ersten Mal überhaupt. Wenn ich nicht zulassen, sie verdient. Komm, sie ist ein Missstück. Komm. Das geht nur euch beide etwas an. Ich misch mich da nicht ein. Aber wenn du mir nochmal über den Weg läufst, töte ich dich. Nein! Erbarmen! Du hattest kein Erbarmen mit deiner Schwester. Und ich hab keins mit dir. War das jetzt dies? Ich hab dir gesagt, ich bring dich um. Ich weiß, was du gesagt hast. Tu es. Wenn du den Tod willst, such dir Zügel und einen Baum mit starken Ästen. Geht nicht. Ich kann nicht. Ich war immer ein Feigling. Bitte, tu du es. Alter, was? Hey, ja, Nelens Schlüssel. Geh mal kurz runter. Der ein oder andere mag jetzt der Meinung sein, dass es sehr assi von mir war und sehr... Ja, weiß ich nicht. Oder liegt da? Die Wölfe, genau. Die wollte ich nämlich noch. Dass es sehr assi von mir war, die Alte hier unten sterben zu lassen. Liegt hier noch ein Pferd? Das war gerade eben noch nicht da. Aber ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Sie... die war gerade eben auch noch nicht da. Sie hat schließlich ihre Schwester quasi in den sicheren Tod geschickt. Sie wollte uns bezahlen, damit wir das nicht entdecken. Und er hätte als Werwolf... Wer weiß, was sie noch gemacht hätte mit ihm... Er hätte als Werwolf vielleicht das ganze Dorf ausgerottet. Also ich kann verstehen, dass er mit dieser Schmach nicht leben kann, mit diesem Fluch. Wolf, natürlich. Wird er sich gerade an dem vergreifen? Brenne! Bär, Bär, Brennebär! Aua. Na dann brenn halt nochmal, Bär. So, Bär. Jo, und der Schlüssel wird höchstwahrscheinlich
hier rein und da hinten war die, ne? Da, genau, da. Hallo. Jägerhose, Silbererz und Schema. Eat, Hals, Rüstung. Okidok. Und ja, ich bin der Meinung, also er kann mit seiner Schmach nicht leben, das kann ich voll und ganz nachvollziehen und aber ich bin der Meinung, unsere Entscheidung war doch schon die richtige. Entschuldigung, wenn es jetzt herzlos klingt, aber ich sehe das so. Und ich sehe, was für ein Zufall, wir sind genau bei 30 Minuten, okay, ein paar Sekunden drüber, aber wollen wir jetzt mal nicht pingelig sein. Und wir haben diese Quest mal ohne zu sterben, ohne zu versagen, innerhalb von einer Folge geschafft. Das ist doch schon mal was wert, oder? Sieht man nicht oft hier bei mir. Auf jeden Fall hoffe ich, ihr seid in der nächsten Folge wieder Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Danke fürs Einschalten und Zusehen. In diesem Sinne, ich bin raus und tschüss.